Servus zu einer neuen Aufnahme hier in Drakensang 2. Also Lust der Zeit mit Filesens Geheimnis als DLC. Ja, wir machen weiter wie bisher. Wir haben aktuell unsere kleine Questreihe noch. Die Bootsmannschaft, den ersten haben wir schon überzeugt, die Stumme Hummel. Den Vierlinger Salm brauchen wir noch und Silberzahn Jallik. Der eine findet sich unter uns. Leidenschaft sein, also und anderes beim Schmied. Ist okay. Wir haben noch eine Kleinigkeit zu tun, aber die habe ich gerade getestet. Offscreen. Das funktioniert leider noch nicht. Aber ich kann ihr noch was geben, was ihr weiterhilft. Obwohl, dazu ist sie noch nicht bereit dafür, dass es gibt. Obwohl jede kleine Hilfe hilft. Das heißt, wir gehen jetzt einmal ganz kurz. Feinste Schmuckwerk aus fernen Landen. Einmal kurz zum Magierturm. Wir müssen einmal kurz hoch in den Magierturm, ihr noch was besorgen. Das Geld dafür haben wir. Wir haben. Wie soll ich es erklären? Die Truhe hinter dem Magierturm habe ich nochmal nachgeschaut. Die kann der Zwerg mit Glück öffnen. Lohnt noch nicht, das überhaupt zu probieren. Aktuell haben wir dann eine Erfolgswahrscheinlichkeit von um die 30%, wenn ich mich nicht irre. Das ist noch zu wenig. Da verbraten wir zu viel anderes Zeug. Was? Du fragst hier nach. Oh, Besuch. Ich habe wenig Zeit. Kommt ihr meinen Rat zu? Wir wollen handeln. Die Magierrobe bringt uns 11211. Eigentlich nichts. Okay, der Vulkanglasdolch ist immer noch für Zwerge. Das ist mehr oder weniger. Ritual. Der Magier-Rapier ist, naja. Da kann man genauso gut mit dem zuschlagen. Ups, schon gekauft. Ein W plus 2 bei Körperkraft 13. Der hat viel schlechtere Zustände zum Hochleveln, aber ist okay. Es geht hier um diesen permanenten Effekt, solange ich den Stab in der Hand halte. Leider Gottes. Ist der sonst nicht permanent. Wir gehen jetzt wieder runter. Das war's hier. Mehr brauchen wir nicht. Wir haben den Turm ja schon zu weit geplündert. Kann man eigentlich da hinklicken? Nein. Schade. So, in den Keller hier kommen wir später. Die ist noch verschlossen. Und diese hier sind auch verschlossen. Da kommen wir auch noch nicht rein. Kommen wir später vielleicht. Mehr brauche ich jetzt hier nicht. Ich mache beim Schmied noch ein bisschen was. Ein paar, eventuell ein paar Fallen noch ausbauen. Also hier noch ein paar Krähenfüße herstellen. Geht ja eigentlich recht flink, wenn man es kann. So, sobald es hier angezeigt wird, dass wir in der Nähe sind, können wir uns teleporten. Und zwar einmal hier ans Südtor. Arbeit! Moment. Ja, da müssen wir gleich hin. Da drüben sind nämlich beide noch, die wir brauchen. Aber erstmal will ich nochmal ganz kurz zum Zwerg. An meine Kiste. Kugeln können wir lassen. Das ist gerade irrelevant. Wir nehmen nochmal Kohle mit. Rostige Nägel. Bleichbohnen.
Das ist Eris. Das ist rostige Nägel, noch mehr Kohle. Ja? Und du nimmst noch den Ring hier mit. Silberring, Silberring. Goldring. Alles weg. Brauche ich gerade nicht mehr. Das heißt, wir gehen mal. Machen nur kurz ein paar Besorgungen. Verkaufen ein paar Sachen, die wir nicht brauchen. Kategorie Zutat. Für irgendwas brauche ich noch die zerbrochenen Pfeile. Ist aber okay. Lassen wir noch, verkaufen wir nicht. Wenn dann komplett, bitte. Wir gehen jetzt einmal ganz kurz noch an den Marktplatz. Genau zu dir gehen wir. Handel. Wir haben hier einen Goldring. Einen Goldring, den muss ich nicht mehr brauchen. Der Rest ist okay. Ja, wir verkaufen hier unsere ganzen Ringe. Geschmeidete Raya, Charisma plus 1. Ring der Gewandtheit. Gewandtheit plus 1. Ist schön. Können wir nochmal schauen, ob wir das später uns holen. Ring des Fex ist Fingerfertigkeit. Ja, passt doch. Wir gehen dann mit Feiris hierher. Hier haben wir noch die beiden Silberringe. Das ist alles soweit okay. Handel abschließen. Wir gehen jetzt erstmal nicht runter, sondern wir machen es anders. Wo warst du wieder? Ja, warum laufe ich jetzt in diese Richtung? Ganz einfach. Weil wir kommen hier auch rein. Die steht hier immer noch. Ja, zeig's den Gesindel. Geh doch ran, Mann! Komm, das immer ist eine primitive Veranstaltung. Das schaffst du! Los! Pass auf, Dieter! So spannend wie heute war es schon lange nicht mehr. Ein richtiges Spektakel. Oder ja, wenn ihr meint. Bleibt recht, ein richtiges Spektakel. Das will ich wohl meinen. Ihr müsst wissen, ich habe früher selbst mal gekämpft. Daher habe ich auch meinen Spitznamen. Silberzahn. Okay, für Gold hat's nicht gelernt. Lass mich raten, Silberzahn. Potzblitz, ihr kennt meinen Namen? Hab wohl früher doch mal das ein oder andere Kämpfchen angeschaut. Nee. Nicht ganz, Kapitän Dealbag hat mich, mir gesagt, ich soll nach euch suchen. Sorry, ich stöhne gerade zum Hintergrund. Nochmal, nicht ganz, Kapitän Dealbag hat mir gesagt, ich soll nach euch suchen. Oder zweitens, nein, für solche Dinge habe ich mich noch nie sonderlich interessiert, aber der Name eines guten Kämpfers wie euch bleibt eben nicht unbekannt. Das will ich meinen. Ich muss aber sagen, die Burschen hier sind auch nicht übel. Und so ein bisschen wetten ist genau das Richtige, um mein Geldsäckel etwas zu füllen. Wie wäre es denn, wieder sicheren Lohn zu verdienen? Kapitän Dealbag hat mich geschickt, euch zurückzuholen. Dealbrack? Ach, verschont mich doch mit diesem Schönfärber. Ewig hat er mich hingehalten und was nun? Einen vollen Lohn ist er mir schuldig geblieben. Wenn meine Glückssträhne weiter anhält, brauche ich nie wieder auf seinem ollen Kahn malochen. Ich bin mir nur noch nicht sicher, auf wen ich als nächstes wetten soll. Vielleicht habt ihr ja eine Idee. Auf wen soll ich setzen? Den Keiler oder Steinbirne? Scheinen beide recht gut zu sein. Bevor ich mir Falsches empfehle, höre ich mich lieber nochmal um. Feiris sollst du mal probieren auf keinen. Das Spielglück wird euch nicht ewig erhalten bleiben. Kommt doch zurück und gebt Dealbrack Gelegenheit, seine Schulden zu begleichen. Was wollt ihr mir erzählen bei meiner Glückssträhne? Ich werde mir hier meine goldene Nase verdienen. Macht ihr, was ihr wollt. Ich schaue mir jetzt weiter den Kampf an. Noch können Einsätze gemacht werden. Die Runde läuft. Feiris überreden. Wir brauchen unbedingt hören und überreden wird. Steinbirne! Vor allem mit einer 20 drin, keine Chance. Noch werden Wetten angenommen. Ja, zeig's dem Gesindel!
Geh doch ran, Mann! Na, wie findet ihr den Kampf? Nicht übel, einige Kämpfer sehen wirklich gefährlich aus. Das will ich meinen. Steinbirne Barakur hat schon mächtig eingesteckt. Wenn ihr mich fragt, hält er aber nicht mehr lange durch. Da kennt ihr ihn aber schlecht. Schaut nur zu, dann werdet ihr es schon erleben. Komm, immer fester drauf! Schön eine übergebraten. Hm? Was willst du? Wetten kannst du beim Arenameister. Was wohl, sagt guter Mann. Was könnt ihr über die Kämpfe erzählen? Ach so, sag das doch gleich. Kanu, der Keiler, und Steinbirne Barako. Zwei alte Haudegen hier. Wer ist denn der Favorit beim Kampf? Na, guck doch mal genauer hin. Da bleibt nur einer übrig. Ich sag nur eins. Der Schein trügt manchmal. Noch können Einsätze gemacht werden. Die Runde läuft noch. Auge. Steinbirne, mach ihn platt! Medikus Wurwasch, wo drückt denn der Schuh? Heilmittel. Angenommen. Stachelhandschuh? Na. Also beim Tragen des Schildes ermöglicht eine Zeitbreite, besonders Metallstück blockieren Zauber. Ein Paradehandschuh. Einfach ein Wundpulver. Ist okay. Wir nehmen 5 mit. Handel abschließen. Dann haben wir Seid die gegrüßt. Hier. Seid gegrüßt. Braucht ihr ernsthafte Hilfe bei Schmerzen? Nein. Na, wollt ihr wetten? Auf wen wollt ihr setzen? Der Einsatz ist, es kämpfen Kano oder Kat. Und? Auf wen soll ich nun setzen? Machen Keiler. Ja, der teilt mächtig aus. Nur wie es mit so Brechern ist, geht denen irgendwann die Puste aus. Andererseits habt ihr recht. Meister Wolfgrimm, alle... Also auf den... Alles daneben. Der Sieger dieses Zweikampfes ist... Verloren. Hätte ich mal nicht auf euch gehört und auf den Keiler gesetzt. Das ist wieder geil. Das ist sowas von geskriptet, der Kampf. War immer daneben. Nun beschwert euch nicht bei mir. So ist das beim Wetten. Manchmal verliert man eben auch. Ja, ihr habt gut reden. Meine ganzen Penunzen sind hin. Was soll ich denn jetzt machen? Könnt ihr mir das mal verraten? Ja, geht zu Dilbrak. Und was ist mit dem Lohn? Will er damit nun doch rüberwachsen? Falsch und Zeugung, so ist das. Dilbrak gewährt sogar jedem einer seiner Leute eine Anzahlung, wenn sie wieder bei ihm anheuern. Na schön, einen Dukaten und ich nehme meinen Dienst wieder auf. Hier, euer Dukaten. Dann auf zum Schiff, der Kapitän wartet hier schon. Ich mach mich gleich auf den Weg. Scheiße, es sei, vergiss es. Ist er. Wir gehen hinten raus. Wir gehen kurz zur Schmiede, machen noch ein paar kleine mit den Krähenfüßen. Da war ja der andere schon. Schwerter kann ich gerade nicht machen, wenn ich mich nicht irre. Da habe ich nicht genug Waren dabei. Lauf mal ein bisschen alleine. Lächerlich. Das bisschen Gedengel hier nennst du Arbeit? Wenden wir an. 32. Dann habe ich noch 40 von den Krähenfüßen. Und habe sonst noch ein bisschen was übrig. Gut. Für ein kurzes Schwert, Thema aktuell Lederbänder und Stahl. Ja,
Alles, was ich sehe, ist ein dreister Besserwisser, der mich von der Arbeit abhält. Papalapap, vergraulen tut man die Leute nur, wenn man nicht ordentlich arbeitet. Wenn man den Hammer so hält wie du, kann die Arbeit ja nur länger dauern. Manchmal würde ich dem auch gerne einen reinkauen. Allein schon, wenn es zukommt. Was sagt ihr dazu? So kann man doch keinen Hammer halten. Doch, seht ihr ja, es geht. Also, als jemand, der was von den Schmieden versteht, habe ich nichts auszusetzen. Im Gegenteil, er führt den Hammer mit exzellentem Griff. Ach, und ich verstehe nichts vom Schmieden, oder wie? Und da haben sich ja zwei Fachleute gefunden. Ha. Mag sein. Genug mit dem Spottsalm. Sieh einfach ein, dass du nur halb so viel weißt, wie dir lieb wäre. Mhm. So, und was kann ich für meinen Handwerksgenossen tun? Eigentlich nichts weiter, Captain. Dirprak ist auf der Suche nach seinen Leuten. Salm ist einer von ihnen. War einer von ihnen. Hat dieser Halunke nun doch gemerkt, dass sich sein Kahn nicht von allein in Schuss hält. Aber für den mache ich keinen Finger mehr krumm. Überredend, Fyres, wollt ihr euch nicht nochmal überlegen? Kapitän Dirprak hält wirklich große Stücke auf euch. Einschüchtern und zurück und pass jetzt mal auf. Bürschchen, du wirst deinen Dienst wieder antreten oder ich muss erst grob werden. Wir probieren Fyres erstmal. Überreden. Danach nehmen wir uns falschen unten. Ich will Dukaten sehen. Und zwar nicht zu knapp. Dirprak hat mir Gold mitgegeben. Als Zeichen seines Guten. Einen Teil davon kann ich euch geben. Nun, ich denke, zwei Dukaten sind für den Anfang angebracht. Ja, bin komm. Schon auf dem Weg. Zeit wird. Endlich kann ich wieder in Ruhe arbeiten. Gern geschehen. Naja, was man so arbeiten nennt. Kannst du einfach die Klappe halten. Mach bloß, dass du wegkommst, Salm. Sonst vergesse ich mich am Ende doch noch. Wollen wir zusammen draufhauen? Ingerim zum Gruße. Möchtet ihr einen Blick auf meine neuen Waren werfen? Oder was wollt ihr? Handel. Brauchen wir alles nicht, brauchen wir alles nicht. Was haben wir gesagt, brauchen wir? Für ein paar Kretfüße, hey. Eisenschild. Attacke 2, zweite Parade plus 4. Ja, es ist ein Blattgold und Almohol, Koscherstahl. Okay. Koscherstahl ist verdammt teuer. Verbessertes Kurzschwert. Eine Anwendung zum Schmieden eines verbesserten Kurzschwertes. Benötigt wird das Kurzschwert, das Koscher Stahl und Kohle. Den nehmen wir mit. Dann brauche ich einmal Koscher. Wir nehmen es erstmal einmal. Handel abschließen. Wir gehen einmal ganz kurz durch. Info. Wir benutzen erstmal das hier. Benutzen. Dann haben wir dich drinne. Dann schmieden. Ich möchte das Kurzschwert. Ich brauche ein Lederband, ein Stahl. Zwei Lederbänder, zwei Stahl. Zwei Lederbänder, zwei Stahl. Bitte sehr. Zwei Lederbänder. Zwei Stahl. Kriege ich noch einmal Kosch. Jo.
Handel abschließen, bin ich leer. Jetzt gehen wir hier hin. Wir machen uns 2 Kurzschwerter. Und jetzt machen wir die verbesserten Kurzschwerter. Schauen wir uns kurz mal die an. 1W plus 3 Info. L4. Gehen wir ganz kurz mal auf die Rezepte. Wir haben Kurzschwert. 1W plus 1, Parade minus 1. Und verbessert 1W plus 3, Parade, aber dafür Attacke nach oben. Das Schwert ist besser. Eindeutig, und das sollte auch im Handel sich bemerkbar machen, dass ich hier 4 Dukaten kriege dafür. Obwohl ich es nicht hier verkaufe, bei dir. Sondern ich gehe einmal rüber. Nein, hier noch nicht. Mit diesen Nerven denn. Wir haben jetzt alle, wir gehen jetzt gleich aufs Schiff. Und schauen nach, was sie tun. Ach, der läuft immer noch vor seiner Frau davon. Wir haben hier einen Waffenhändler, an den gehen wir hin. Dem verkaufen wir unsere beiden Schwerter. Neue Ware, allerhöchste Güte! Ja? Meinen Gruß. Lasst euch von dem Spött. Leicht wie eine Feder, hart wie Stahl. Glaubst du den Unsinn, den du da erzählst, eigentlich noch selbst? Ja. So, jetzt schauen wir mal nach, was es jetzt... Meinen Gruß. Das sagt der Richtige. Im Gegensatz zu dir. Ja, 7 Dukaten statt 1 Dukaten. Lohnt sich schon. Aber ich brauche halt mehr von dem Spezialstahl. Aber das ist das kleinere Problem. Aber so können wir uns jetzt nach und nach zum Kapitän zurück. So. Ach so, Feiris. Machen wir kurz mal rein. Den Ring sollten wir anlegen. Also, auch wenn er aktuell nicht viel bringt. Er bringt auf jeden Fall mehr als alles andere. An ihm muss man nicht mehr hin. Wir haben alles, was wir von ihm kriegen können. Wir gehen zum Kapitän. Da seid ihr ja wieder. Mannschaft vollzählig, alles klar zum... Aber mal unter uns. Wie habt ihr die Kerle denn nun dazu gebracht, zu mir zurückzukommen? Tja, das würde ich gern... Das würdet ihr gern wissen. Das soll mein Geheimnis bleiben. Nee, ist mein Geheimnis. Verstehe. Ihr wollt eure Kniffe für euch behalten. Verübeln kann ich's euch nicht. Ich hätte das sicher niemals vollbracht. Doch, mit Gold. Ich werde es einfach bezahlen müssen. Ach, was soll's, Kapitän. Wir können endlich weiter. Das ist alles, was zählt. Gut gemacht. Ich bin sehr stolz auf euch. Mhm. Das war's doch noch nicht die Rede wert. Hauptsache, wir kommen jetzt endlich zu Zollfest und können diese Sache endlich auf den Grund gehen. Wohl gesprochen. Wir sollten dort so bald als möglich aufschlagen. Gebt einfach Kapitän Dielbrack Bescheid, sobald ihr bereit seid. Hab ich doch schon. Und sie haben meine Kiste aufs Schiff gebracht. Oh, wir haben eine Reisekiste. Was habt ihr da drin? Abenteuerkluft, schwarze Stoffhose.
Ei? Nimm mal die mit. Zaubertrank, Effekt ASP plus 5. 25. Das Geld lasse ich drin. Wir schauen uns jetzt mal an, wenn sie sich umzieht. Was man mal als bei einer Dame nicht macht, aber... Ja. Wir sehen es ja eh hier. Wir ziehen dir mal das Abenteuergewand an. Plus Hose haben wir 31110. Wenn wir das hier anziehen... Die Hose bringt was. Wie gesagt, das ist schade, dass das hier nichts bringt. Wir haben jetzt bei 36 oben. 10 im Bonus. Das ist halt das, was richtig schade ist. Gut. So, was haben wir? Die Pfeile bleiben hier. Taschentuch bleibt hier. Kampfstab geht raus, Dolch geht raus, brauchen wir nicht. Abenteuerkluft geht auch raus. Wir haben Bogen. Wir haben das Schwert. Soweit ist es okay. Und hier haben wir Manus. Und wo ist meine Truhe? Borgrim. Das ist meine persönliche. Yep. Dann würde ich aber sagen... Habt ihr eure 7 Sachen zusammen? Herr Ardo möchte bald... Sicher? Nein, bin ich nicht, aber trotzdem möchte ich los. Bestimmt so schnell nicht wiedersehen. Sicher, ich hab alles. Sehr wohl. Leute, klar Deck zum Ablegen. Kennt ihr eigentlich Insel des Vergessens? Ein gewisser Bruder Emmeran hat mich eingeladen, ihn mal dort zu besuchen. Halt, Moment mal. Der Gesandte des Flussvaters hat euch auf seine Insel eingeladen? Wie kam es dazu? Er sprach mich bei meiner Ankunft Nadoret an und nannte mich Ware der Hoffnung und Macht und Angelpunkt im Gefüge der Lebenden. Leben. Na. Tatsächlich? Wenn dem so ist, dann sollten wir sofort hinfahren. Potzblitz, jetzt geht das Theater mit dem Flussvater wieder los, Salmi. Statt mal an unsere Penunsen zu denken. Mit Verlaub. Wir wollen aber dringend zur Zollfeste. Wollen wir auch. Meine Talaria wurde bisher nicht ohne Grund von den Piratenüberfällen verschont. Den Segen des Flussvaters gerade jetzt aufs Spiel zu setzen, wäre mehr als leichtsinnig. Wenn diese Insel keinen großen Umweg bedeutet, dann soll's mir recht sein, Kapitän. Auf meiner Karte kommen wir so dran vorbei. Gut, vielleicht kann uns dieser Emmeran sogar behilflich sein bezüglich unserer Suche nach den Piraten. Fahren wir, Kapitän. Segel hissen und Leinen los, Männer. Es geht flussabwärts. Was Zwerge mit Bäumen und Eichhörnchen zu tun haben sollen, war mir ja schon immer ein Rätsel. Nun aber noch ein Zwerg, der sich mit Gewässer abgibt und sich dabei wohlfühlt. Da war mir doch schon etwas mulmig zumute, als wir in Bruder Emmerans Wasserhöhle einfuhren. Ja. Kann ich verstehen. Seid gegrüßt. Im Namen des Flussvaters heiße ich euch auf der Insel des Vergessens willkommen. Danke. So habt ihr denn zu mir gefunden, wie ich es von euch erbeten hatte. Es freut mich, euch wiederzusehen. Ich mich auch.
Seid gegrüßt, ich freue mich ebenfalls, euch wiederzusehen. Und wie ich sehe, kommt ihr nicht allein. Stimmt. Ja, dies hier ist Ardo mit seinem Gefährten Vorgrim und Kuano. Kapitän Dielbrek und seine Mannschaft dürftet ihr wohl schon kennen. Es ist mir eine Ehre, euch zu treffen, Bruder Emmeran. Nachdem wir von euch gehört haben, war es uns ein Wunsch, euch selbst kennenzulernen. Diesen Wunsch will ich euch gerne erfüllen. Warum kommt ihr nicht für einen Augenblick von eurem Schiff herunter? Ich möchte euch ein wenig von diesem Ort erzählen. Eigentlich haben wir keine Zeit, aber ja. Vorgrim Kuano, ihr bleibt an Bord und passt auf das Schiff auf. Ich will hier mit euch keinen Ärger haben. Ja, bin ich mit einverstanden. Aber Ardo, ich... Nix. Keine Widerrede. Hab Dank für eure freundliche Einladung, werter Gesandter. Ich bin sehr gespannt darauf, mehr über diesen Ort zu erfahren. Dann folgt mir. Wie kann ich dir helfen? Was ist deine Meinung zur Lage? Meine Meinung? Nun, wir sollten der Sache mit den korrupten Zöllnern auf den Grund gehen, während Gerling versucht, etwas über diesen kalten Stein herauszufinden. Ich vermisse Jakobs Ratschläge. Kann ich verstehen. Wie kann ich dir sonst helfen? Lass uns ein wenig reden, ja? Über was möchtest du denn reden? Etwas über dich. Ich komme aus einem Ort namens Donnerbach. Dort leben Elfen und Menschen sehr harmonisch zusammen. Deshalb war es auch für mich ganz normal, mich unter beiden Völkern zu bewegen. Früh habe ich das Bogenschießen und die Jagd von meinem Vater gelernt. Dann kam ein einschneidendes Erlebnis für mich. Mein Vater wurde immer älter, während ich wegen meines elfischen Blutes nicht alterte. Als er starb, zog es mich fort in die Fremde. Das ist das Problem der Halbelfen, ja? Doch außerhalb meiner angestammten Umgebung waren die Menschen voller Misstrauen und Vorurteilen gegenüber meiner elfischen Herkunft. Sie dachten, dass ich sie mit meiner Magie verhexen würde. So ließ ich mich in einem kleinen Waldstück nahe des Kosch nieder und verdiente mir mein Geld mit Fährtenlesen und als Bergführerin über die Pässe des Gebirges. Ja, kann man auch Geld verdienen damit. Hier traf ich auf Gerling. Nachdem ich ihn bei einer gefahrvollen Mission begleitet hatte, nahm er mich oft in seine Dienste. Ich glaube, er schätzt meine Verschwiegenheit. Möglich, möchtest du noch etwas anderes wissen? Etwas erklären? Ich werde es gern versuchen. Kannst du mir mehr über Gerling sagen? Bist du eine KGIA-Agentin? Was für eine merkwürdige Frage. Wenn es so wäre, so würde ich es dir bestimmt nicht verraten dürfen. Aber glaube mir, ich arbeite für Gerling und nichts weiter. Das ist gut. Kann ich dir bei einer anderen Frage helfen? Was ist Besonderes an einem Halbelfe zu sein? Ich habe die Vorzüge beider Rassen in mir. Die Magie meiner Mutter und die Robustheit meines Vaters. Doch viele Menschen und auch Elfen sind voller Vorurteile. Kann ich dir bei einer anderen Frage helfen? Gerling, lass mal. Über was? Aus. Zu wem denn? Wie stand es du und Jakon zueinander? Ich und Jakon waren sehr eng befreundet. Er war ein Mann der Tat und nicht der hohlen Worte. Bereit, ohne zu zögern, das Richtige zu tun. Ich vermisse ihn schmerzlich. Möchtest du noch über jemand anderen reden? Über was? Wie kann ich dir sonst helfen? Wenig reden haben wir durch. Ich will Feieres mit dabei haben. Wie ihr sicherlich schon erkannt habt, wird dies einst ein Tempel erfüllen. Die lassen wir in Ruhe. Wir gehen hier mit. Oh, dies eine heftige Schneeschmelze, die Zuflüsse und Quellen des großen Flusses anschwellt. Ganze Landstriche versanken damals ja? in die Flut. Eorla. Ihr sprecht sicher von der großen Flut im Jahre 13 vor Bosparans Fall. Wird gemacht. Auch dieser Ort fiel dem Wasser damals zum Opfer.
Der Zorn des Flussvaters machte auch vor Effards Tempel nicht halt. In ihrem Streit sind selbst die Götter oft erbarmungslos. Die Flut war eine Folge des Streits zwischen Effard und dem Flussvater, sagt ihr? Nun möge uns so etwas zukünftig erspart bleiben. Es muss eine furchtbare Katastrophe gewesen sein. Ja, viele der Geweihten erwarten an diesem Tage in Borons Halle. Wenn Effard ihnen nicht doch gnädigen Einlass in sein Reich gewährt haben sollte. Nun, seitdem lag der Tempel verlassen. Der Frieden dieses Ortes blieb unangetastet. So schien es. Oh! Und hier haben wir meine bescheidene Behausung. Nun, sieht durchaus gemütlich aus. Quelle des großen Flusses nehmen wir mit. Doch was meintet ihr damit, als ihr sagtet, der Frieden dieses Ortes sei nur scheinbar ungestört? Die Schatten in diesen Mauern bewegen sich. Er durchstreift die Tiefen dieses Tempels. Was meint ihr damit, mein Freund? Was befindet sich dort unten? Was sich dort befindet? Wut und Zorn und Hass und Enttäuschung. Bereit, über alles herzufallen, was seinen Weg kreuzt. Er ist schon so lange dort unten. Ich fürchte, ich verstehe nicht ganz. Von wem sprecht ihr, Gesandter? Was? Verzeiht, Ardo. Ich bin mit meinen Gedanken abgeschweift. Wenn man so abgeschieden lebt wie ich, neigt man zu Selbstgesprächen. Entschuldigt meine Unhöflichkeit. Geht ihr jetzt wieder nach links? So, dies ist der Tempeleingang. Doch er ist nun schon seit vielen Götterläufen unpassierbar. Effard selbst, so sagt man, habe ihn versiegelt. Nun, das war in der Tat eine interessante Geschichte. Hab Dank, was? Santa. Ich habe leider nicht mehr viel Zeit, denn wir müssen bald weiterreisen. Mhm. Da muss ich gerade nichts machen. Jetzt gehen wir hoch. Gehen hier noch eins hoch, das ist okay. Ich sagte doch, dass ihr nicht enttäuscht sein würdet. Und was eure Weiterreise betrifft, die Talaria wird euch sicher tragen. Zu eurem Unheil und eurer Erlösung. Ihr werdet sehen. Zu unserem Unheil und unserer Erlösung? Okay. Danke. Wir rennen mal. Tempeleingang. Die Tür ist leider zu, da kommen wir nicht durch. Hatte ja auch gesagt gehabt. Ja? Eorla. Ich mach das schon. Aber sicher. Ein bisschen Sesselkraut, bei Einbeeren vielleicht noch. Und dann. Passt. Reden so. Dadurch. Sprecht zunächst mit dem Gesandten. Danach können wir zur Zollfestung weiterreisen. Sagt einfach Kapitän Dielbach Bescheid. In Ordnung, ich werde dem Kapitän Bescheid geben, wenn ich den Gesandten gesprochen habe. Womit kann euch der Gesandte dienen? Ihr machtet Nadoret diese Andeutungen über mein künftiges Schicksal. Wollt ihr deshalb, dass ich euch aufsuche? Ja, der Flussvater ließ mich in einer Vision euer Gesicht sehen. Ihr werdet in den Geschicken des Flusses eine Rolle spielen. Das ist gewiss. Gebt mir eure Hand. Mhm, hier. Ja,
Die Bilder werden nun deutlicher. Eine dunkle Höhle, angefüllt mit fauligem Wasser. Tentakel, die nach euch greifen. Seid auf der Hut vor dem Tod, der unter euren Füßen lauert. Was meint ihr damit? Was hat das zu bedeuten? Verzeiht, doch mehr kann und darf ich euch nicht erzählen. Und plötzlich werden eure Taten euer Schicksal bestimmen. Ich werde euer Tun jedoch verfolgen und mit dem Flussvater Zwiesprache halten. Ja, nicht schlecht. Danke. Doch eine Warnung will ich euch noch mit auf den Weg geben. Seid vorsichtig, wenn ihr zur Zollfeste gelangt. Es ist ein Ort der Leiden und der Angst. Auch wenn es nicht so scheinen mag. Okay. Wartet, wie kommt ihr darauf, dass wir dorthin wollen? Es ist euch so bestimmt. Ihr mögt auf den Wassern des großen Flusses den Kurs befehlen, Ardo. Doch der Fluss der Zeit folgt seinem eigenen Willen. Aber wenn ihr es gefunden habt, bringt es zu mir. Wenn wir was gefunden haben. Was ist damit gemeint? Ihr werdet es erkennen, wenn es soweit ist. Doch nun genug davon, meine Freunde. Eure Aufgaben sind euch bestimmt. Doch wie ihr euch ihnen stellen wollt, müsst ihr selbst entscheiden. Okay. Nun, sei es wie es sei. Doch da ihr gerade unsere Aufgaben erwähnt, ich werde mal besser zum Schiff zurückkehren. Wir müssen schließlich unsere Weiterreise vorbereiten. Komm nach, wenn du hier fertig bist. Wir wollen bald ablegen. Das haben wir schon vorher erklärt. Ach. Gesandter, es war mir eine Ehre, euch zu treffen. Ich danke euch. Es war schön, wieder einmal Gäste zu haben. Ihr könnt mich gerne wieder besuchen. Bis dahin reist mit dem Segen des Flussvaters. Danke. Was hast du sonst noch? Womit kann euch der Gesandte dienen? Was hast du? Handschmeichler. Brauch mal Wurzelkraut, Einbeeren, ist klar. Konsti plus 2. Wow. Nee. Na, wir gehen. Ich hätte es nicht dabei haben müssen, aber... Es ist eine Ehre, hier zu sein. Schon immer wollte ich diese sagenumwobene Insel näher betrachten. Ach, entschuldigt, ich rede zu viel. Was kann ich für euch tun? Ich denke, wir haben mit Bruder Emmeran Gastfreundschaft nur so lange genug beansprucht. Wir haben ein interessantes Gespräch geführt. Dennoch war vieles von dem, was er sagte, etwas undurchsichtig. Ja, so kann man es auch nennen. Nun aber sollten wir diese Zollfeste genauer in Augenschein nehmen. Oder hält uns hier noch etwas? Nee. Das sehe ich auch so. Kapitän, bring uns zur Zollfeste. Fertig machen zum Ablegen. Nehmt Kurs Richtung Albenhus. Wir halten bei Thurstein. Jep. Das war, glaube ich, hier. Nein, doch nicht. Doch da unten. Auf Dielbraks Wunsch hin hatten wir den Segen des Flussvaters für seine Talaria sichergestellt. Danach konnten wir endlich zur Zollfeste Thurstein aufbrechen. Während Ardo voller Zuversicht war, einen großen Schritt weiter zu kommen, nahm ich mir vor, diesen Guano gut im Auge zu behalten. Landungsbrücke raus. Hallo, Talaria. Wer von euch ist für den Zoll verantwortlich? Und wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Beeilt euch oder es gibt Ärger. Nicht so unfreundlich. Ich komme ja schon.
Ich werde den beiden mal auf den Zahn fühlen. Ihr seht euch schon mal um, aber macht keinen Ärger. So, dann wollen wir mal. Nun, dann werde ich mal einen diskreten Blick auf die Festung werfen. Mhm. Du gehst nirgendwo alleine hin, Schleicher. Ich will dich im Auge haben. Mit den beiden wird das nicht lange gut gehen. Eigentlich ein Wunder, dass sie sich nicht schon während der Fahrt an die Gurgel gegangen sind. Lass uns beide wenigstens zusammenhalten. Das wollte ich dich gerade auch vorschlagen. Du hast recht, wir gehen gemeinsam an Land. Mal sehen, ob wir was Interessantes entdecken. Warte vorerst hier. Ich möchte mich zunächst allein umschauen. Bist du des Wahnsinns? Einverstanden. Bevor wir uns in der Festung umsehen, sollten wir vielleicht versuchen, mehr darüber herauszufinden, was hier eigentlich vor sich geht. Ich habe kein gutes Gefühl bei diesem Ort. Tito. Wir schauen uns kurz mal auf dem Schiff um. Wir haben Arlos Reisekiste, die uns herzlich wenig interessiert. Vorne auch nicht. Das heißt, wir nehmen jetzt sie mit. Muss das wirklich nochmal sein? Ihr habt doch die Ladeliste bereits überprüft. Wir halten uns hier nur an die Vorschriften. Ein bisschen mehr Respekt vor Recht und Gesetz, wenn ich bitten darf. Besser, du gehst den zwei nach und passt auf, dass sie sich zusammenraufen. Du weißt ja, wie es mit den beiden ist. Ich muss mich hier erstmal um die Formalitäten kümmern. Hey, ja. Wir sind hier noch nicht fertig. Unterhalten könnt ihr euch, wenn ihr durch den Zoll seid. Besser, wir beeilen uns. Die beiden alleine? Das wird nicht lange gut gehen, fürchte ich. Mal schauen, was hier drin ist. Na, genau das, was wir brauchen. Wir sind kein komischer Händler. Was? Guck mal, ein Sonderschwamm. Eorla. Ach. Kann sein, dass wir später nochmal her müssen. Der Vorteil ist im Vergleich vom Fluss der vom Drakensang am Fluss der Zeit im Vergleich zum ersten Teil. Hier kommen wir in jedes Gebiet, kommen wir immer wieder hin. So. Wir schauen uns gleich die beiden nochmal an. Da kommen wir nicht weiter. Korbrand. Ich habe euch nichts zu sagen. Noch ein helles, Korbrand? Ach, lass mal, Dörrchen. Meine Alte hat doch jetzt einen Daumen auf meinem Geld. Ich sitze hier nur noch, damit sie sich ein bisschen ärgert. Travia zum Gruße. Was ist das für eine komische Kiste hinter euch? Ich hätte ein paar Fragen. Was gibt's denn? Ich bin Dorle. Dorle Halsbusch. Die Wirtin vom Gasthaus hier. Okay. Was können mir die Zollfeste erzählen? Früher war das hier ein ruhiges Plätzchen. Deshalb habe ich mich ja hier mit meinem Mann niedergelassen. Aber dann wurde dieser Blumenfold hier Kommandant. Wenn einen die Wachen jetzt auf den Kieker haben, passt man besser auf. Okay. In Ordnung. Worum geht? Die gehörte Gero, mein Mann.
Bin gerade dabei, seinen Krempel aus dem Haus zu schaffen. Okay. Was mit Gero passiert? Abgehauen ist er der Nichtsnutz. Da war diese Torwalerin, von der er die Augen nicht lassen konnte. Hab nicht aufgepasst, weil gerade ein Schwung Wachen in die Kneipe kam. Und weg waren die beiden. Okay. War ein Riesenweib, die Arme dick wie Baumstämme. Hat ihm wahrscheinlich schon das Kreuz gebrochen. Na, er war halt schon immer ein Dummkopf. Hm. Was ist in der Kiste? Na, Geros Plunder halt. Keine Ahnung, was genau. Ist aber auch egal. Ich krieg das dumme Ding eh nicht auf. Können es um für euch zu finden, Gero für euch zu finden? Pah! Soll er doch bei seiner Piratenbraut die Planken schrubben. Ich will diesen Travier vergessenen Strolch hier nicht mehr sehen. Jo. Naja, wenn ihr was rausfindet, könnt ihr es mich ja wissen lassen. Haltet einfach Ausschau nach einem Nichtsnutz mit einem Holzbein. Mach ich. Muss nachher aufschreiben. Was, das ist eine Kiste, gibt es eigentlich keinen Schlüssel für die Truhe? Schlüssel? Ha, doch nicht bei Gero. Der hat doch immer so geheimnisvoll mit seinen Sachen getan, der Wichtigtor. War halt mal ein Schmuggler, wisst ihr? Aus der Zeit hatte er ja auch sein Holzbein. Und damit hat er dann die Truhe abgeschlossen. Zum Blödsinn. Und jetzt ist er weg mit dem Bein und die Truhe ist hier. Wollte mich wohl noch ärgern. Was anderes reden. In Ordnung. Worum geht's? Sag das doch glatt. Ich sag dir, das wird immer schlimmer. Starker Schnaps. Mut und aber Klugheit geht runter. Nehmen wir mit. Ferdok und Nadorek und Doppelbock. Nee. Wir gehen. Kurz mal. Ach, du bist ein alter Hasenfußwängel. Jetzt entscheide dich. Noch ein helles Dorle. Vermisst, finde den Wirt, Bruder Emmeran. Frag Bruder Emmeran nach seiner Prophezeiung, das ist okay. Die Rollzollfeste haben wir durch, Bootsmannschaft haben wir auch, ist okay. Finde den Wirt, die Wirtin hat, glaubt, dass ihr Mann bei einem Tavern durchgebrannt ist. Wer weiß, vielleicht ist er nicht ganz freiwillig verschwunden. Ich soll Augen in der Zollfeste offen halten. Gemeinsam wirklich einfach werden sich aufmerksam erregen. Ich muss eine Entscheidung treffen, wessen Meinung ich unterstützen will. Ja, schauen wir gleich nach. Ich gehe trotzdem mal kurz ins Info rein, hole mir die hier runter und probier's mit einer Haarnadel. Das kriegst du, wenn du deine letzten 5 bezahlt hast, Bolzer. Mit dem Anschreiben ist erstmal vorbei. Okay, da komme ich nicht hin. Effert zum Gruß. Ihr seid neu hier, nicht wahr? Wie heißt denn euer Schiff? Wüsst ihr nicht, was es euch angeht? Oh, natürlich nicht. Ich war nur neugierig. Allerdings möchte man in so unruhigen Zeiten gerne wissen, mit wem man es zu tun hat. Nicht, dass ihr am Ende noch zu diesen Piraten gehört. Eher du. Denkt von mir aus, was ihr wollt. Der Name unseres Schiffs geht euch nichts an. Effert sei mein Zeuge. Ich wollte euch nicht zu nahe treten. Aber euer Schiff ist doch bestimmt die Talaria da hinten am Anleger, nicht wahr? Wie war doch nochmal der Name des Kapitäns? Warum wollt ihr das wissen? Ist das ein Geheimnis? Aber wahrscheinlich ist es der alte Dielbrack, mit dem ihr reist, richtig? Den kennt ja eigentlich jeder am Fluss. Aber ihr seid nicht aus der Gegend, oder? Was bringt euch her? Treibt ihr Handel? Wir sind Händler. Wir sind mit unseren Waren auf dem Weg nach Havanna. Ihr seid ziemlich neugierig, nicht wahr? Warum erzählt ihr mich etwas über euch? Oh, über mich gibt es nicht viel zu erzählen. Aber wenn ihr möchtet, was kann ich für euch tun? Nun, vielleicht kann ich ja doch ein bisschen erzählen. Ich wollte euch was fragen, eigentlich... Wollt euch was fragen? Sicher, wenn ihr möchtet. Aber über mich gibt es eigentlich nichts Interessantes zu erzählen. Es ihr könnt mich Warmann nennen. Ich bin des Öfteren auf dem Fluss unterwegs, um Geschäfte zu machen. Mhm. Möchtet ihr noch etwas wissen? Nein.
Was wisst du über die Piraten? Ja, es soll in der letzten Zeit einige Überfälle gegeben haben. Aber so etwas passiert immer mal. Sicher wird man die Lage bald wieder im Griff haben. Möchtet ihr noch etwas wissen? Über die Festung? Nun, hier wird der Zoll eingetrieben. Das macht diesen Ort natürlich nicht gerade beliebt bei Reisenden. Ist halt ein notwendiges Übel. Möchtet ihr noch etwas wissen? Festung, Piraten, was macht ihr hier? Ich muss hier einige Geschäfte tippen. Zudem möchte ich wegen der Probleme mit den Piraten mit dem Festungskommandanten sprechen. Und dann sind da noch ein paar andere Kleinigkeiten. Möchtet ihr noch etwas wissen? Keine weiteren Fragen. Du solltest dich vorsehen. Ich bin sicher, dass dieser Mann mehr weiß, als er zugibt. Ja, das weiß ich auch. Nun, kann ich noch etwas für euch tun? Vielleicht kann ich euch ja ein bisschen was erzählen. Ja, ein bisschen Zerstreuung, während ich auf den Zoll warte. Das wäre mir höchst willkommen. Erzählt mir doch etwas über eure Gefährten. Mit wem reist ihr zusammen? Ich hätte garantiert nicht... Ich weiß, du machst so etwas noch nicht lange, aber zukünftig möchte ich mir meine Decknamen lieber selber aussuchen. Ist okay. Ah ja, vielen Dank für eure freundlichen Antworten. Möge Fex eure Geschäfte segnen. Was ist? Wollt ihr nicht mehr fragen? Aber nein, ihr habt sicher viel zu tun. Da möchte ich mich nicht aufdrängen. Mögen Efferts Wogen euch sicher zu eurem Ziel tragen. Immer wieder gern. Ich möchte noch was fragen. Sicher, wenn ihr möchtet. Aber über mich gibt es eigentlich... Ihr könnt mich warm machen. Okay, möchtet ihr noch etwas wissen? Was macht ihr hier? Ich muss hier einige Geschäfte tätigen. Möchtet ihr noch etwas wissen? Ja, Piraten. Es soll in der... Möchtet ihr noch etwas wissen? Nun... Keine Wettung. Noch ein helles, Korbrand? Ach, lass mal durchchen. Gehen wir mal noch mit. Der Alter hat doch jetzt einen Daumen auf meinem Geld. Ich sitze hier nur noch, damit sie sich ein bisschen ärgern. Ich auch noch mit. Muss das wirklich nochmal sein? Ihr habt doch die Ladeliste bereits überprüft. Wir halten uns hier nur an die Vorschriften. Ein bisschen mehr Respekt vor Recht und Gesetz, wenn ich bitten darf. Genau. Was seid ihr eigentlich für ein komischer Händler? Ihr habt ja kaum was geladen. Naja, wir haben unsere Ladung ja doch gelöscht. Und jetzt müssen wir erst wieder neue... Da stimmt doch was nicht. Zeig mir nochmal die Liste. Muss das wirklich nochmal sein? Ihr habt doch die Ladeliste bereits überprüft. Wir halten uns hier nur an... Bevor ich mich den beiden nähere... Quatsch, Ardo, wir wissen, was los ist. Also gehe ich da rein und stelle die Kerle zur Rede. Ihr dort, bitte, geht ihr in die Festung. Bitte, ihr müsst mir helfen. Was ist los? Warum weint ihr? Sie haben meinen Verlobten verhaftet und in die Festung gebracht, ganz ohne Grund. Die Wachen lassen mich nicht hinein und niemand will mir sagen, wo er ist. Bitte, helft mir. Vielleicht kann ich euch helfen. Wenn ich der Festung bin, halte ich nach ihm Ausschau. Wirklich? Möge Travia euch segnen. Mein Verlobter heißt Felian. Bitte bringt mir schnell Nachricht von ihm. Keine Sorge. Wenn er noch in der Festung ist, finde ich ihn. Oh, ich danke euch von ganzem Herzen. Freiheit? So, nächste Quest. Ich sitze hier nur noch, damit sie sich ein bisschen ärgert. Und der redet nicht mit uns. Ich habe euch nichts zu sagen. Hier haben wir, das war's mit den Leuten. Das könnte dir so passen. Bei Angrosch, ich schnapp mir einfach ein. Ah, da kommt ihr ja auch noch. Nun, vielleicht schafft ihr es ja, diesen Sturkopf zur Vernunft zu bringen. Dann kann ich währenddessen einen unauffälligen Weg in die Festung suchen. Heb dir dein Geschleiche für deine Diebereien auf. Ich mach das hier anständig auf meine Weise. Und du gehst mir dabei gefälligst aus dem Weg. Okay, warum streitet ihr? Ardo möchte, dass wir zusammenarbeiten. Unser Kurzer hier möchte direkt am Haupttor anklopfen. Wie ich ihn kenne, haben wir dann gleich die ganze Wache am Hals.
Ich bin sicher, dass ich einen unauffälligeren Weg finde. Kurzer? Noch ein Wort und ich sorge dafür, dass du zum Schleichen nie wieder in die Knie gehen brauchst. Ich mach das ehrlich und direkt. Und wenn die nicht mitspielen, haben sie Pech gehabt. Erklär mir, was du vorhast, Vorgrim. Naja, ich gehe da rein und stelle den Kerlen ein paar Fragen. Und wenn sie nicht wollen, bringe ich sie mit ein paar handfesten Argumenten zum Reden. Ist eine bewährte Methode und spart Zeit. Oh, Herr der Nacht, steh mir bei. Bei so viel zwergischer Weisheit bleibt mir die Spucke weg. Sicherlich seid ihr beeindruckt von diesem wahrhaft ausgefuchsten Plan. Recht zur Vorgrim, kein verstohlenes Spielchen. Ich komme mit ihr. Erklär mir doch mal was genau, Vorgrim. Was ist euer Plan, Kuano? Wir sollten versuchen, uns unbemerkt Zugang zur Festung zu verschaffen. Wenn die Wachen hier Dreck am Stecken haben, werden wir bestimmt etwas davon finden. Hauptsache, sie schöpfen keinen Verdacht. Kümmere dich erstmal um den Dreck, den du selbst am Stecken hast, Schleicher. Ich feg hier mit meiner Axt durch und dann ist wieder frische Luft im Stollen. So macht man das. Vorgrim oder Kuano? Ist euch geeinigt habt, schau ich mich noch mal ein bisschen um. Bis später. Was du da vorhast, ist töricht, Vorgrim. Warum ich das mache? Ganz einfach. Ich wünsche euch viel Spaß. Bis dann. Also ciao. Geh ich da rein und stelle die Kerle zur Rede.